Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play of Life and Land. Wir haben beim letzten Mal endlich geschafft, die Eisenbahn in die Fangung zu kriegen und siehe da, jetzt wird auch kontinuierlich rübergeliefert. Wir schauen mal gerade ganz kurz, wie es im Gebirge aussieht. Hier geht uns langsam aber sicher der Wohnraum aus. Was fehlt? Grobe Steine und rohes Holz. Beides alles andere als im Überfluss vorhanden. Können wir hier eigentlich... Ja, mir fehlt gerade so ein bisschen, dass man sehen kann, wo der Einflussbereich des Hofs ist. In der Hoffnung, dass jemand hier mal ein paar mehr Steine ranholt. Will ich die vielleicht doch abbrechen? Na komm, dann können wir das rohe Holz lieber für die Wohnhäuser nutzen. Weil jetzt läuft es ja Gott sei Dank mit der Produktion. Da wir so viele Steine brauchen, würde ich sagen, wir machen mal eine Lieferung startklar. Hier grobe Steine, na, ins Gebirge. Dann nehmen wir direkt 160. Ne, komm, wir nehmen 200. Zack, fertig machen. Und gib ihm. Und zwar dem Gebirge. Weil ich will sicher gehen, dass wir hier genug Wohnraum haben. Wir haben nämlich 13 Kinder und nur noch 5 Schlafplätze. Die ersten... Wo ist jetzt einer gestorben? 4 Stück. Auch noch 2 Kinder dabei. Ha. Ja, das war hier in dem Gebiet leider. Essen ist noch genug da. Haltbares Fleisch. Frage ist nur, futtert ihr auch? Okay, ihr seid alle einfach hungern, obwohl wir haltbare... Warte mal ganz kurz. Kann das sein, dass sie aus irgendeinem Grund das haltbare Fleisch nicht von hier nehmen? Kann das sein, dass sie das erst ab einer bestimmten Stufe nehmen? Das wäre in der Tat fatal. Dann brauchen wir mal ganz dringend eine Essenslieferung. Wow, wobei hier sie... Alter... Ich habe das Gefühl, mir wird jetzt bald sehr viel Volk verhungern. Wow, der erste hat Langeweile. Whee! Komm, wisst ihr was, wir eskalieren das Ganze mal. Ich will mal ein bisschen Katastrophe bei mir haben. Okay, ich glaube, ich habe gerade wirklich eine Katastrophe im Gebirge und das heißt dann auch keine Eisenwerkzeuge mehr. 14 nur noch, ja. Aber ich habe auch geilerweise überhaupt nichts an Essen da. Wie kommt das denn? Aber ich habe ja schon mal beklagt, dass man hier keine Lagerstätten wirklich hat. Ja, mir verhungern sich hier gerade alle. Das nichts gut, diese... Warte mal. Du kriegst mal Prio. Ich weiß noch nicht, ob es was bringt. Haben wir noch was an Essen hier? Ja, guck mal. Da packen wir jetzt auch... 150 ins Gebirge.
Davon packen wir 80 rüber. Zack. Hoping for the best, but expecting the worst. So, wir klicken mal die ganzen Todesfälle weg. Leider auch traurigerweise einige Kinder gestorben. Gott sei Dank sind das nur virtuelle Kinder. Aber leider ist jetzt dadurch unsere Produktion hier natürlich wieder massiv ins Hintertreffen geraten. Kohle ist gerade nicht wichtig. Eisen gerade auch nicht mehr so wirklich. Guckt erstmal, dass sie irgendwie überlebt. Aber was bringt das, wenn ihr hier ständig Fleisch konserviert und keiner futtert's? Beziehungsweise, warum liegen da immer noch 500 Fleisch irgendwo rum? Irgendwo muss das doch hin. Das muss doch irgendwo weiterverarbeitet werden, oder? Nur wo? Hier offensichtlich nicht. Vielleicht sollte ich auch mal, weil das ja offensichtlich nicht weiterverarbeitet werden kann. Oder wer futtert das überhaupt, das Fleisch? Wo war denn hier meine Flascherei? Da. Ich habe so viele Leute, die nichts zu tun haben. Gibt's ja wohl nicht. Dann fangt mal auf den Bauernhöfen hier ein bisschen an zu unterstützen. Komm, ihr kriegt jetzt mal alle den Sonntag frei. Gibt es da noch keinen auf Stufe 5, den das interessiert? Nur einen noch auf Stufe 4? Was fehlt euch denn die ganze Zeit? Herzhafter. Ach, guck mal hier, da müssen wir mal mehr Leute einstellen. So, die herzhafte Küche braucht das. Okay, jetzt verstanden. Alles klar, dann gehen wir mal kurz rüber. Gucken kurz, was die herzhafte Küche braucht. Bronzewerkzeug, Großholz und grobe Tücher. Dann kriegen die das doch mal. Hohes Holz, 150. Ins Gebirge. Bronzewerkzeug kriegen die mal 20 und grobe Tücher kriegen die mal 40. So, dann bitte einmal fertig werden. Zack, da steht das Ding. So, Wilhelm, du musst jetzt mal Essen machen. So, Gott sei Dank, okay. Dann klappt's auch mit dem Mampf. Und mit dem Überleben. Also Überleben ist schon geil, ne? So, hier muss jetzt mal jemand ein bisschen was tun, um hier Getreide ranzuholen. Oder einen Brunnen hatte ich hier doch schon, ne? Oder? Habe ich keinen Brunnen hier? Doch, da hat Ziehbrunnen, ich wollte schon sagen. Was war das für ein Symbol, was wir da gerade gesehen haben? Ich weiß es nicht. Vermutlich etwas, das uns sagen will, dass etwas fehlt. Die Frage ist nur, was fehlt? So, wir haben jetzt Platz für 35 Leute. Ich würde sagen, da wir da drüben etwas Langeweile haben, könnten wir auch mal wieder ein paar Einwohner rüber transferieren. So, den Beat, die Birgit, die Claudia und den Clement transferieren wir mal rüber ins Gebirge. Zusammen mit, wen nehmen wir noch? Nehmen wir noch die Heidi und den Hagen. So. So, und... wir haben Stufe 6 erreicht. Wie geil ist das denn bitte? Leute, ich werde bekloppt, wir haben Stufe 6 erreicht.
Was haben wir? Eine Residenz. Oh. Sehr schick. Apotheke. Ein Angebot an Kräutern, Salben, Extrakten und Bandagen. Und ein Restaurant. Die Zutaten aus aller Welt verfeinern die anspruchsvolle Speisekarte. Ja, sehr schick. Das ist was, ich glaube, ich möchte den Bauernhof hier auflösen. Ich speichere mal ganz kurz. Ja, weil komm, ich löse jetzt einen Bauernhof auf. Das wird mir nicht das Genick brechen. Soweit die Theorie. Was haben wir hier? Eine Bäckerei. Ein Bienenstock. Forstplatz, den löse ich auch mal auf. Bienenstock lasse ich erstmal da. Na, die Residenz machen wir nicht, aber wir machen dann hier eine Apotheke hin. Und entsprechend das Restaurant. So Leute, ich habe jetzt jede Menge Bretter. Warum? Müssen wir nochmal was tun, dass wir hier mehr Möbel produzieren. So, du legst mal den Fokus auf Steinblöcke. So, was macht denn unsere Glashütte? Was fehlt da? Rohes Holz. Reduzieren wir doch mal den Holzverbrauch. Reduzieren wir doch nochmal den Holzverbrauch. Dann klappt's auch schneller. Ich glaube, ich muss mal mehr Personal in meiner Schneiderei, wobei da habe ich schon jede Menge Personal. Aber die normale Schneiderei, warte mal, wo war die hier, ne? Da muss auf jeden Fall der letzte Platz noch besetzt werden. Und so langsam kommen wir damit nicht mehr hinterher. Entsprechend baue ich auch nochmal eine weitere Schneiderei. Nur wohin möchte ich sie haben? Dahin. Nein, Moment. Das habe ich jetzt gerade etwas falsch eingeschätzt. Da möchte ich es hin haben. Zack, bumm. So, jetzt müsst ihr alle mal wieder ran. Und schön buffen. So, was fehlt euch noch? Okay, Fenster haben wir jetzt, aber... Ja, hier fehlen Steinblöcke nur noch, okay. Und hier das mit der praktischen Kleidung. Das habe ich leider echt vernachlässigt. Überhaupt das Thema Kleidung. Lagerkapazität erhöhen. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen mich umschauen kurz. Komm, für eine Unterkunft da. Nee, das sehe ich jetzt gerade nicht. Muss ein bisschen mit ein paar Waren haushalten. Hier handeln wir mal mit Möbeln. Verkaufen und wir stellen das mal zur Verfügung ab 0. Dass wir beim anderen noch was anfordern können bei Bedarf. So, und ihr hört jetzt mal auf, priorisieren Blätter zu sammeln, sondern doch mal lieber ein bisschen Holz zu hacken. Der Boden ist ja echt ganz schön dreckig.
Müsste man doch... Müsste mal was gemacht werden. Er hat noch nicht, wir werden noch mal ein bisschen putzen. So, Moment, wo sterben jetzt Leute weg hier? Ist euch wieder zu kalt? Wieder jemand, der im Haus ist und trotzdem ist ihm zu kalt. Ich raff's nicht. Jetzt Backer, jetzt Feature. Ach, guck mal. Küche steht, nice. Oh ja, Effizienz sollten wir auf jeden Fall, damit die Ressourcen geschont werden. Machen wir schon mal Platz für alle Arbeitskräfte. Und hoffen, dass sich das Ganze auch gut entwickelt. Apropos gut entwickelt, wie sieht es denn im Gebirge aus? Einer hat Langeweile, ja, das ist selten. Da habe ich doch hier gesagt, hier sollen zwei Leute arbeiten. Claudia, hallo. So, wir fordern hier mal ein paar Lebensmittel an. Damit wir auch gut versorgt sind. Schauen wir mal, ob wir was dazu kriegen. Oh, ich sehe gerade, jetzt haben wir hier noch... Hier, warte mal ganz kurz. Da muss ich jetzt mal das Tempo runterdrehen. Wir haben jetzt hier noch nicht mal... großartig haltbares Fleisch. Das schicken wir doch mal 2000. 8000 ist Maximum, okay. So, jetzt haben wir hier 1000. Ach Gott sei Dank, jetzt haben sie wieder was zu futtern. Sehr gut. Puh. Leider wieder ein bisschen Personal eingebüßt, weil ich hier, was Nahrung angeht, gepennt habe. Pass auf, dann fordern wir doch auch mal hier Fleisch an. Anfordern, bis wir 500 haben. Zack. Wir gehen kurz rüber auf unseren anderen Markt. Da müssen wir das natürlich auch zur Verfügung stellen. Anbieten ab 1000. Zack, da haben wir mal... ein Grundstock von 1000. Finde ich gut. Gucken, wie lange das braucht. Ach, ist schon drüben. Perfekt. Ja, doch. Haben wir ja gerade schon gesehen. Stimmt. So, was fehlt hier noch? Immer noch die Fenster. Warum fehlt das denn da? Rohes Holz und Blei. Ach, Blei fehlt uns. Wartet mal. Aber wir haben doch Blei hier, ne? Das war doch die Karte mit dem Bleivorkommen. Steinbruch. Unterkunft. Zinn. Ah. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Blei. Wo Blei? Da Blei. Bietet natürlich keiner an. Hm. So, dann müssen wir doch nochmal schauen. Ach ja, das könnten wir mal weiterverfolgen. Gucken mal, die Hügel. War hier Blei? Ich glaube, hier war Blei, ne? Ja, ihr Lieben, ihr wisst, was das heißt. Da müssen wir hier eine Expedition rüberschicken. Nehmt mal das rohe Fleisch mit, 20 Stück. Nehmt mal 200 Wasser mit. 100 Milch. So, Sascha, Ragnar, Corinne...
Karin. Tobias, Carla. Und natürlich Baumaterial. 500. Ja, da haben wir jetzt nicht so viel da. 50. 100. So machen wir's. So, da kommen sie. Ach, Gräser habe ich vergessen. Ich vergesse immer irgendwas. Warte mal. So, Transfer. 500. Komm, ich krieg sogar ein bisschen Obst noch mit. 50. 200 Blätter. 300 Rinder und... Rinde und Wurzel, nicht Rinder. Rinder haben wir keine. So, dann erstmal das Wichtigste. Eine Sammlerhütte. Ein Holzfällerplatz. Steinchen bräuchten wir auch noch irgendwo hier hinten. Ach so, da ist der Weg. Wir haben es geschafft, die Fraktion Feldheim schließt sich uns an. Way! Dann macht mal hin, dann könnt ihr nämlich auch in überdachten Wohnungen schlafen. Wollte gerade sagen, nichts zu tun, das glaube ich euch jetzt so in der Form nicht. Was fehlt hier noch? Jede Menge. Aber ist doch eigentlich alles da, also wo ist das Problem? Außer, dass ihr keine Lust habt anscheinend, ihr Lümmel. Hier brauchen wir gar nicht gucken. Brauchen wir schon ausgefallene Kleidung? Ich glaube noch nicht. Genügend Nährstoffe durch Hasen, Schafe und gesunde Wälder, okay. Anscheinend halte ich hier die Natur nicht so ganz im Gleichgewicht, wie ich sollte. Es sind aber einige gestorben. Wir waren doch schon mal 139. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir pennen uns ein. Ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.